mein Name ist Bianca und ich heiße euch herzlich willkommen im Studio heute zu unserer Easy Young Live-Sendung im März. Wir streamen wie immer über YouTube und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr gleich direkt unter dem Livestream kommentieren oder natürlich auch auf unserer Easy Young Facebook-Seite. Unter anderem haben wir heute bei uns drei neue Gesichter. Einmal die Julia an der Kamera 1, den Max Rühl an der Kamera 2 und ja, ich würde sagen, du stellst dich doch mal am besten selbst vor. Ja, hallo, mein Name ist Dennis und wie man gut sehen kann, bin ich heute als Einhorn hier. Ich habe heute mal für die Sendung mein gewohntes Umfeld verlassen, das Regenbogen-Einhornland, weil das Ganze auch gut zum Thema der heutigen Sendung passt, eben der Frühling und Einhörner. Ich hoffe, wir haben jetzt nach dem Anfang technischen Problemen einen guten Start und ich kann euch mit meiner Aura zu Hause auch verzaubern. Und apropos Einhörner, in unserem heutigen Quiz könnt ihr wieder tolle Preise mit ganz vielen Extras gewinnen. Und die heutige Quizfrage betrifft wieder einen unserer Beiträge, nämlich in welchem der folgenden Clips hat sich ein kleines animiertes Einhorn eingeschlichen. Wenn ihr es gefunden habt, kommentiert das einfach unter dem aktuellen Beitrag auf unserer Easy Young Facebook-Seite. Genau, du hast jetzt schon die Beiträge erwähnt. In letzter Zeit waren wir wieder fleißig unterwegs. Wir waren zum Beispiel am Studentenball der FAU oder auch am Jugendfilmfestival. Doch unser folgender Beitrag, der dreht sich um was ganz anderes, nämlich was hinter unserer Sendung so eigentlich steckt. Also für euch haben wir mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Direkt im Anschluss an den Clip folgt dann auch schon der erste Song unseres heutigen Live-Acts, Chris Rocket und Onkel Peter mit Change. Aber jetzt erstmal Beitrag ab. Hallo, wir sind hier im Laiensaal, wo heute unsere Live-Sendung stattfindet und wir haben für euch mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Wer bist du und was machst du heute hier? Ich bin der Max, ich bin der Tontechniker und ich kümmere mich heute darum, dass unsere Zuschauer alles hören können. Wer bist du und was machst du hier? Also, ich bin der Jakob und ich mache jetzt gerade ein Lichtmischpult. Das heißt, ich muss testen, ob die Scheinwerfer auch das tun, was sie sollen. Und das tun sie jetzt schön, damit man dann auch bei der Sendung was sieht von den Leuten. Wer bist du und was machst du heute hier? Also ich baue heute die Kameras auf und dann bei der Sendung sorge ich dafür, dass ihr auch alle ein Bild kriegt, weil ich dann am Videomixer stehe und ich bin der Tiger. Schlingel. Wie heißt du und was sind deine Aufgaben hier? Also ich heiße Max und ich bin eigentlich so ein Allround-Helfer. Ich helfe eigentlich jedem, der gerade Hilfe braucht und ja. Hallo, wer bist du und was machst du hier? Hallo, ich bin Julia und ich klebe gerade das Banner fest für unsere Live-Sendung hier. Also ich bin hier Andrea, ich arbeite im Jugendmedienzentrum Connect und gerade zumindest bin ich so ein bisschen Mädchen für alles, vom Banner irgendwo hinkleben, mit dem Einhorn sprechen, Leuchtwürfe hin und her tragen, Getränke holen, je nachdem was gerade anfällt. Und was ist deine Aufgabe hier? Ja, ich bin einfach wunderbar. So, also wir hatten jetzt leider ein paar technische Probleme, aber jetzt sehen wir unseren Live-Act heute, Chris und Onkel Peter. Thank you.
stars in me, drowning in insecurities, on an endless way to go but nowhere bound. You release me from that, you release me from that, you release me from that cage. Will you loosen all these, will you loosen all these, will you loosen all these chains, will you loosen all these chains. Come on, preach me all your laws, tell me all the do's and don'ts. I swear to God I will behave, I will try, cause if I won't, I'll be unforgiven. If I must leave, I slither into famine, into death, into war and pestilence. No one stays, but I can't go to this grave I call a home. You release me from that, you release me from that cage. Will you loosen all these, will you loosen all these, will you loosen all these chains, will you loosen all these chains. Can you see it wasn't me, drowning in insecurities, on an endless way to go? But nowhere bound. So, das waren Chris Rocket und Onkel Peter mit ihrem Song Chains. Dankeschön an euch. Ja, nachdem wir vielleicht gerade ein paar technische Probleme hatten, wiederhole ich jetzt nochmal für alle Zuschauer die heutige Quizfrage. Es geht um Folgendes. In einem der kommenden Beiträge hat sich ein kleines animiertes Einhorn versteckt. Und wenn ihr das findet, dann kommentiert das doch einfach auf dem aktuellen Beitrag auf der Easy Young TV Facebook-Seite. Und was ihr da gewinnen könnt, seht ihr hier vor mir, das Oster-Frühlings-Special mit ganz vielen Extras. Genau, und falls ihr in dem gerade laufenden Beitrag Behind the Scenes jetzt noch kein animiertes Einhorn gefunden habt, dann keine Sorge, falls ihr es noch in den kommenden Beiträgen seht, dann, wie der Dennis gesagt hat, schon einfach kommentieren auf Facebook. So, und jetzt aber zu etwas ganz, ganz anderem. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir ja unterwegs waren, unter anderem auf dem FAU-Ball. Und wir Mädels, wir lieben es ja, uns ja zu schminken, uns rauszuputzen und dann schön wegzugehen. Und das war so das Hauptargument für mich, diesen Beitrag zu drehen und dorthin zu gehen auf diese schöne Veranstaltung. Also wirklich sehr viele Besucher, es war sehr voll auch. Gute Musik und ja, wir haben, ich würde sagen, bis tief in die Nacht getanzt. Es war ein erlebnisreicher Abend wirklich und da der Timo leider krank war, habe ich den Mario als Kameramann dabei gehabt, der übrigens auch ein Studiogast heute bei uns ist und ist dann eben für den Timo eingesprungen. Ja, doch, seht jetzt erstmal selbst, ich würde sagen, Clip ab. Hallo, wir sind hier zu Gast heute beim FAU-Ball der Universität Erlangen-Nürnberg und es ist noch zusammen mit mehreren Hochschulen und wir haben für euch mal vorbeigeschaut. Sie alle möchten wir ausdrücklich und herzlichst begrüßen, auch wenn der Rahmen es unmöglich macht, jeden persönlich zu adressieren. Thank you.
das waren die Impressionen des FAU Ball 2017. Uns hat es wirklich sehr gut gefallen und wir tanzen jetzt noch eine Runde. Bis dann, tschüss! Ja, hallo zurück. Ich bin auch wieder da, zurück vom Regenbogen-Einhornland. Und der Beitrag sah ja wirklich sehr lustig aus und ich denke, ihr hattet jede Menge Spaß, oder? Ja, ich denke schon, wir hatten einen echt schönen Abend, aber hey, was machst du eigentlich wieder hier? Ja, ich bin extra nochmal zurückgekommen, um euch nochmal an die Quizfrage zu erinnern. Und zwar ging es darum, in welchem der Beiträge sich ein kleines animiertes Einhorn versteckt hat. Habt ihr es inzwischen gefunden? Dann kommentiert das doch einfach unter dem aktuellsten Beitrag auf der Easy Young TV Facebook-Seite, um diesen unheimlich grandiosen Frühlingspreis zu gewinnen. Genau, das Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall für die kommende Jahreszeit in Frühling, ja. Bisschen vorsommerliche Stimmung und ja, ich freue mich sehr drauf, einfach ein bisschen in der Sonne sitzen und ein bisschen, ja, chillen oder auch im Cabriolet fahren mit lauter Musik. Und ja, gute Musik haben wir jetzt auch hier im Studio. Hier hört ihr nochmal unseren Live-Act Chris Rocket und Onkel Peter mit ihrem Song Don't Stop the Fire. Viel Spaß euch! You only need the drum in your heart to play your part. You only need the voice, only your choice to get it started. Don't stop the fire, 'cause you're the owner of your heart. Don't stop the fire, don't let the ghosts break you apart. If they try to bring you down, if they try to give you an endless puzzle, if the world falls into pieces, just remember and sing. I will stay strong and sing my song. No matter what they say, I'll carry on to feed my hungry heart, to play my part in this world of confusion. I will not agree on Tuesday free. Oh, oh, oh. Don't stop the fire, you're the owner of your heart. Don't stop the fire, don't let the ghosts break you apart. Don't stop the fire, don't stop the fire. So, ein großes Dankeschön an unseren Live-Act und ich würde sagen, ihr kommt einfach mal zu uns runter. Wir haben ein paar Fragen für euch vorbereitet, die wir euch jetzt gerne mal stellen würden.
Hallo. Also, Chris, meine erste Frage an dich wäre jetzt mal, dein Künstlername, Chris Rocket, wie bist du dazu gekommen? Gibt es da eine kleine Hintergrundgeschichte? Was ist um diesen Namen so passiert? Eigentlich ist es relativ einfach. Meine Band, in der ich sonst noch spiele, heißt Dead City Rockets. Das ist ein Name, der setzt sich zusammen aus einer Stadt, wo wir herkommen, nämlich Erlangen. Oder wo ich aufgewachsen bin. Und die haben wir immer als Dead City oder relativ tote Stadt bezeichnet. Zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, wie es in eurer Generation jetzt ist. Und ja, da waren wir halt kurz die Rockets und deswegen habe ich Chris Rocket. Okay, wir sind jetzt schon beim Thema Künstlernamen. Du bist ja bekannt als Onkel Peter. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Kannst du vielleicht mal deine Geschichte hinter deinem Namen erzählen? Ja, auf Bühnen trete ich auf als Peter Laut. Und Onkel Peter mache ich nur manchmal, weil das hier ist mein Bruder. Und wenn wir zusammen auf Bühnen sind, dann nenne ich mich dann immer Onkel Peter, weil ich habe so einen Neffen bekommen, sozusagen. Und ja, deshalb Onkel Peter. Okay. Ja, wenn man dich jetzt, wenn man deine Musik jetzt suchen würde nach der Sendung, Chris Rocket, findet man relativ wenig Social-Media-Beiträge, keine Facebook-Seite und auch sonst nichts. Was hat das für Hintergründe? Ich spare mir vielleicht einfach diesen Medienrummel ein bisschen. Ich habe so auch wenig Probleme, irgendwie Aufträge oder Gig-Anfragen oder sowas zu kriegen. Und ich brauche es im Moment nicht. Und Facebook hat mich sowieso generell auch privat ziemlich genervt. Deswegen habe ich das alles auch gleich mit abgeschafft. Ja, du hast es vorhin auch schon erwähnt, ihr seid heute zusammen hier. In welcher Konstellation spielt ihr denn gewöhnlich und wo kann man euch denn vielleicht als nächstes live auch erleben? Ja, gewöhnlich spiele ich zurzeit mit Gitarre und Gesang. Als nächstes auch tatsächlich zwei Stockwerke tiefer im Kopf und Kragen. Am 1. April, da supporte ich Nick und June. Nick and June, genau. Genau, wird ein schöner Abend. Okay. Ja, das waren jetzt auch schon unsere Fragen an euch. Und wie geht's weiter? Genau, also wir bedanken uns natürlich nochmal herzlich für das Interview. Und wir kommen jetzt auch für uns ja, zum letzten Beitrag für heute. Und wir waren eben, wie ganz am Anfang schon erwähnt, beim Jugendfilmfestival in Cinetita. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Carrera-Beitrag, der Timo damals geschnitten hat. Der lief eben auch auf diesem mittelfränkischen Jugendfilmfestival. Und falls ihr euch fragt, was das genau ist, also es ist ein Filmfestival, bei dem wurden ca. 80 Filme von jungen Filmmachern gezeigt. Und für mich ist es immer ein sehr besonderes Ereignis, weil ich gehe auch immer gern hin. Es ist richtig schön, wir waren diesmal eine große Runde, also wirklich die ganze Redaktionsrunde war beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival ein echter Pflichttermin für unsere Redax. Und ja, ich würde sagen, den schauen wir uns mal an jetzt. Hallo Leute, herzlich willkommen beim 29. Mittelfränkischen Jugendfilmfestival. Wir sind auch dieses Jahr wieder dabei und schauen uns coole Filme an und coole Leute und Film ab. Ja, hi, stell dich mal schnell vor, weil ich habe ein unglaublich schlechtes Namensgedächtnis und die Zuschauer kennen dich auch noch nicht. Ja, mein Name ist Klaus Lutz, ich bin pädagogischer Leiter des Medienzentrum Parabols in Nürnberg und Medienfachberater für den Bezirk Mittelfranken. Ja, cool, wie hat dir dann das Festival dieses Jahr wieder gefallen? Hat mir dieses Jahr wieder sehr gut gefallen. Es war ja schon das 29. Festival, auch mein 29. Festival. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, dass wir viele Zuschauer hatten, dass wir fast zu allen Blöcken voll besetzt waren mit 350 Gästen hier in der Arena. Da war ich sehr glücklich drüber, auch in der Preisverleihung jetzt hier voll besetzt. Und was mir auch wieder sehr gut gefallen hat, dass es eine sehr konstruktive, friedliche Atmosphäre war. Man hat sich ja sehr geachtet gegenseitig, die Sachen, die man vorgestellt hat. Man hat kritisch, aber höflich und wertschätzend nachgefragt. Das hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt ist nächstes Jahr schon das 30. Mittelfränkische Jugendfilmfestival. Ist da jubiläumstechnisch irgendwas Besonderes in der Planung?
Wir sind so leicht am Überlegen. Wir hatten ja mit unserem 25-Jährigen das große Jubiläum, das wir auch groß gefeiert haben mit Sonderaktionen. Das 30. ist aus meiner Sicht ein bisschen kleineres Jubiläum, aber wir werden es nicht ganz unbeachtet vorbeiziehen lassen und werden uns sicherlich was überlegen. Aber es wird nicht mehr so groß sein wie das 25-Jährige. Das nächste große wird dann das 50. sein und da werden wir es sicherlich nochmal krachen lassen. Wie aufwendig ist es eigentlich, es so zu organisieren, dass im Umschlag am Ende auch wirklich der richtige Name drinsteht? Ja, das ist nicht unaufwendig, das muss ich ehrlich sagen. Das Festival hat zwar eine gewisse Routine, weil wir es jetzt lang machen, und steckt aber schon eine große Logistik dahinter. Man muss viel aufpassen und wirklich genau hinschauen. Dankeschön. Stell dich doch mal vor. Ich bin der Julian. Ich mache momentan hier Freiwilliges Soziales Jahr in Nürnberg im Medienzentrum Parabol. Ich habe hier den Webvideopreis jetzt beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival gerade eben gewonnen. Okay, dann kommen wir gleich mal zu dir. Du bist? Ich bin der Johannes von Wildboar. Das ist eine Gruppe von 6 Leuten und wir haben zusammen auch einen Film gemacht und haben tatsächlich auch einen Preis hier gewonnen. Da haben wir uns sehr gefreut. Dann würde ich mal sagen, stellt mal in ganz knappen Sätzen vor, worüber geht euer Film, damit die Leute jetzt nicht da waren, eine ganz grobe Ahnung haben. Okay, also in unserem Film geht es um einen Elefanten, der wird gefangen genommen und von den USA in den Weltraum geschossen, als Antwort auf den auf die Raumfahrthündin Laika. Und ja, da müssen sie dann sich gegeneinander behaupten und am Schluss, ja, das verrate ich jetzt nicht, wie es ausgeht. Dann stelle ich mal schnell an dich die Frage, wie viel Kasten Bier, glaubst du, haben die Jungs bei der Ideenfindung geleert? Du, also mindestens so viel, wie wir bei unserer Szene in der Bar stehen hatten. Gut, dann kommen wir auch noch ganz schnell zu dir. Selbe Aufgabe in ganz kurzen Sätzen, worüber ging dein Film? Okay, 2 Leute, eine Bar, massig vor. So, also ich hoffe, euch hat unser Beitrag zum Jungen Filmfestival so gut gefallen, wie uns das Filmfestival gefallen hat. Für uns ist es wirklich, wie gesagt, ein Pflichttermin gewesen und es hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Da sich jedoch unsere Sendung heute zum Ende neigt, kommen wir jetzt zur Quizauflösung und dazu bitte ich die Praktikantin, die Franzi, mal zu mir. Und ja. Ja, genau. Nochmal zur Erinnerung. Die Quizfrage war, in welchem unserer Beiträge sich ein kleines animiertes Einhorn eingeschlichen hatte. Und unter allen richtigen Kommentaren haben wir jetzt dann diesen glamourösen Frühlingskorb verlost. Und ich ziehe jetzt dann hier mal den Namen. Der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist Max. Ja, herzlichen Glückwunsch, Max. Ich hoffe, du hast sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich muss sagen, ich bin auch schon ein bisschen neidisch drauf. Ja. Ja, aber du musst gar nicht neidisch sein, weil du hast ja immer noch mich, ne? Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht kommst du ja auch mal zu unserer nächsten Redax. Das wäre doch ganz cool. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt, mal zu einer unserer Redax zu kommen, unsere Easy Young Redax ist immer am Montag um 17 Uhr hier im Connect in der Ottostraße. Wir sind zurzeit eine eher kleine Runde, also wir würden uns wirklich sehr über neue Gesichter bei uns freuen. Ansonsten schaut bei uns vorbei auf YouTube oder eben auch Facebook. Genau, und um die Sendung jetzt nochmal perfekt abzurunden, hören wir jetzt nochmal einen letzten Song von Chris Rocket und Onkel Peter mit Contradiction. Genau, und bis dahin würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Broadcast level 1400, all dressed up and ready to go. Waiting for your fizz and I'm waiting for your tears. I don't wanna wait no longer no more. It's not the time to say maybe, baby, 'cause maybe there'd be nothing at all. If it's gonna be heaven or it's gonna be hell, I don't care, but I'm dying to know. And we go, whoa, 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 whoa. And we go, whoa, whoa. Lies and it lusts. It feels like I am locked up in a maze of truth and trust. Leaving a black tub over my feelings, babe. You ripped it open like
hand grenade, and you drove into my heart and my soul like a giant parade. And we oh whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa. And we oh whoa, oh, whoa, oh, whoa. Yeah, we're striding through the wind and the rain. And babe, you're a school of beauty, cause it's a school of pain. Oh, can my heart melt up these walls of disfavor? Vielen Dank. Dankeschön.